Tag. Tag. Kennen Sie den Steinmetz? Richtig, was gibt's? Ich wollte einen Grabstein in Auftrag geben. Aha, und haben Sie schon einen ausgesucht? Ja, hier, gehen da hin. Der ist nicht aufgemotzt, der gefällt mir, das wäre genau richtig. Ja gut, wenn Sie das schon haben, dann können wir ja gleich die Inschrift aufnehmen. Wie hieß denn der Verstorbene? Harald Böckle. Ein Verwandter von Ihnen? Na, das bin ich. Ach so, verstehe. Was verstehe Sie? Naja, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie dann krank sind, oder? Quatsch, ich bin doch nicht krank. Nett, das ist allerdings eher ungewöhnlich. Ungewöhnlich, ich will nur, dass da die Wahrheit draufsteht, nicht irgend so ein Geschleime. Mir soll's recht sein, dann legen Sie los, schreib mit. Ich möchte, dass da draufsteht, hier liegt der Harald. Hier liegt der Harald. Die alte Rexer. Rexer, ja. Der immer gern eine Exorb hat. Ja. Querbeet gefürchtet hat. Moment, gefürchtet F oder V? Mir egal. Der nie Alimente gezahlt hat und der abends, wenn er vom Fremdgehen nach Hause gekommen ist, seine Frau ins Bett gekotzt hat, der soll draufstehen. Seien Sie mir nicht böse, aber... Was? Aber das passt nie und nimmer auf so einen Stein drauf. Das passt nicht drauf? Na, das ist viel zu lang. Mach mal's Katze. Guck nicht so, halt's Maul, geh weiter. Das passt. Also, ist mein Stein.